Wir sind unterwegs in Rumänien und steuern eine Schuhfabrik an, die angeblich auch für Deichmann produziert. Nach Feierabend strömen die Arbeiterinnen und Arbeiter zu den bereitstehenden Bussen, die sie nach Hause bringen. Ein eigenes Auto können sich die meisten, wie wir hören, nicht leisten. Wir folgen einem der Busse. Wir wollen versuchen, mit den Menschen, die in der Fabrik arbeiten, ins Gespräch zu kommen. Die ersten steigen an den Plattenbausiedlungen am Stadtrand aus. Doch reden will niemand mit uns. Wir fahren weiter stadtauswärts, denn viele der Arbeiterinnen und Arbeiter leben in kleinen, ärmlich wirkenden Dörfern. In verschiedenen Dörfern fragen wir, ob man jemanden kennt, der in der Fabrik arbeitet. Tatsächlich finden wir einige. Nur vor die Kamera will niemand. Zu groß die Angst vorm Jobverlust. Wir dürfen einen Arbeitsvertrag abfotografieren. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Schuhfabrik etwas mehr als den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Die Beschäftigten bekommen außerdem Essensmarken und Zulagen für Überstunden. Aber was heißt das konkret? Endlich können wir mit einer Arbeiterin sprechen, verdeckt. Um sie zu schützen, fahren wir mit ihr an einen neutralen Ort. Sie erzählt uns: Wenn ich alles zusammenzähle, den Vorschuss, die Endabrechnung und die Essensmarken, dann komme ich umgerechnet auf etwa 300 Euro netto im Monat. Das ist zusammen mit den Überstunden? Ja, ohne die Überstunden sind es umgerechnet etwa 180 Euro im Monat. Um zu verstehen, was das heißt, gehen wir in einen Discounter. Lidl ist auch in Rumänien ein Geschäft, in dem viele Geringverdiener einkaufen. Wir nehmen Nudeln, Zwiebeln, Kartoffeln, Spülmittel, Wasser, Eier, ein paar Süßigkeiten. Rund 30 Produkte des täglichen Bedarfs. Für diesen eher überschaubaren Warenkorb zahlen wir in Rumänien umgerechnet rund 37 Euro. Den gleichen Warenkorb kaufen wir später in Deutschland und zahlen dafür rund 34 Euro. Also 3 Euro weniger. Sprit kostet in Rumänien genauso viel wie in Deutschland. Viele beklagen sich, dass ihr Gehalt sehr niedrig ist. Ich zum Beispiel bin die einzige Verdienerin in unserer Familie. Sie können das Geld kaum einteilen. Bei vielen meiner Kollegen ist es so, dass beide dort arbeiten, Mann und Frau. Und so kommen sie irgendwie über die Runden. Eine Übersetzerin hilft uns bei den Gesprächen mit den Beschäftigten aus der Schuhfabrik. Auch sie möchte nicht erkannt werden. Wir haben die Arbeiter gefragt, wie sie von dem geringen Lohn leben können. Und sie haben uns erzählt, dass sie Kredite aufnehmen müssen. Eine Frau sagte, dass sie in den letzten 14 Jahren nur ein Jahr gehabt hätten, in dem sie keinen Kredit an die Bank hätten zurückzahlen müssen. Das bedeutet, die ganze Zeit, 13 Jahre, mussten sie sich Geld von der Bank leihen, um ihr Leben zu finanzieren. Sie zeigte uns ihren Kühlschrank und sagte, nur so konnten wir ihn bezahlen.